Dann sind wir nämlich jetzt beim Schluss der Vosges-Konferenz angekommen und bei meinen Schlussworten. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier die Präsentation starte. Vielleicht muss mir die Regie da noch mal ein wenig unter die Arme greifen. Ich weiß gar nicht. Ah, jetzt kommt was. Gucken, das ist jetzt noch nicht meine Folie, glaube ich. Kann ich hier was auswählen? Ich gucke mal, was passiert. Ah, das sieht doch gut aus. Okay. Sehr schön. Das war die Vosges-Konferenz 2022. Meine erste Folie. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten mit den Abschlussworten. Die Konferenz ist natürlich noch nicht ganz zu Ende. Der GIS-lastige Teil wird jetzt beendet. Wir haben morgen noch den OpenStreetMap Samstag als Unkonferenz. Das heißt, geht da im Prinzip auch weiter. Ich hatte überlegt, ob ich das als nächsten Programmpunkt bei den Terminen noch mit aufnehme oder als nächsten Termin, aber eigentlich gehört es da schon zu dieser Konferenz. Die war sehr schön. Ich habe mir mal ein paar Screenshots und Impressionen zusammengesammelt. Hier das Gruppenfoto, das gestern in der Netzwerkwelt stattgefunden hat, wieder mit sehr schönem neuen Design dieses Jahr. Dort fanden natürlich andere Aktionen statt. In den Pausen habe ich da nicht so viele getroffen, aber wenn was angekündigt war, dann gab es da doch einiges. Natürlich den Social Event Abend mit der Live-Musik auf dem Freiluftkino, auf der Freiluftbühne. Und auch der Berliner OpenStreetMap und Vosges Stammtisch hat die Gelegenheit genutzt, sich da gestern Abend nochmal online zu treffen und einen Stammtisch abzuhalten. Dann hatten wir viele schöne Vorträge, zwei sehr interessante Diskussionen gestern und heute mit auch sehr vielen Beteiligten. Also vielleicht nochmal zum Nachreichen gerade eben. Meine letzte Info ist, dass das dann doch 170 Zuhörende waren gegen Ende noch des Gesprächs. Also sehr interessant und schön, dass das so stattgefunden hat. Dann noch ein paar Twitter-Impressionen von der Konferenz. Ich habe die mal hier in die Folie zusammengruppiert. Entgegen meiner Vorankündigung bei der Eröffnung der Konferenz hat sich dann doch eher der Hashtag Vosges2022 durchgesetzt. War vielleicht auch mein Fehler, dass ich da irgendwie den falschen gefunden hatte. Aber darunter findet man eine ganze Menge Tweets, auch aus dem Backstage-Bereich. Das sind jetzt hier natürlich echte Aufnahmen mit der Handykamera gemacht. Wie das dann hinter der Bühne aussah, wo sie die Referenten getroffen haben, das überlasse ich mal der Fantasie der Zuhörenden, wie wir uns das da mit schönen Sofas und Schokobrunnen und Champagner gemütlich gemacht haben. Dafür muss man dann im nächsten Jahr vielleicht, nee, im nächsten Jahr machen wir es ja offline, müsste man einen Vortrag gehalten haben, um dabei gewesen zu sein. Wir haben knapp 700 Tickets verkauft. Wir hatten 111 Beiträge plus die beiden erwähnten Diskussionsrunden. Und es wurden 22 Workshops durchgeführt, wo 250 Teilnehmer die Gelegenheit hatten, Neues zu lernen und auch direkt auszuprobieren. Hier mal eine kleine Auslastung der Videostreams, also nicht Auslastung, sondern Benutzung der Videostreams. Sieht man, die Zahlen kann man natürlich nicht lesen, das ist über die 3 Tage verteilt. Es waren schon eine ganze Menge, es war auch sehr schön verteilt. Da, wo es rechts abflacht, das ist nicht etwa irgendwie der frühe Nachmittag mit schönem Sonnenschein, sondern das ist der frühe Abend. Das war dann immer erst so gegen 18, 19 Uhr, wo es wirklich signifikant weniger geworden ist mit den Zuhörenden. Wir haben wieder ein großes Team gehabt. Da komme ich jetzt wieder auf die große Dankesrunde zurück. Aus organisatorischen Gründen habe ich diesmal darauf verzichtet, sich alle in der Netzwerkwelt sammeln zu lassen und das zu streamen. Wir machen das einfach mal hier so mit den Folien und ein paar Screenshots. Dieses Team findet man eben auch auf der Webseite und kann da nochmal durchgucken, nochmal ein paar Fotos sehen. Das sind vor allem die Helfenden, die auch im Vorfeld sehr aktiv waren, im Programmkomitee, bei der Konferenzorganisation, beim Videoschneiden, beim Vorträge zusammensortieren, und so weiter und so fort. Und dann hatten wir für die Konferenz selber wieder unser Engelsystem zusammengestellt, das
Der Name kommt nicht von uns, das heißt so, wir haben das einfach übernommen. Mit sehr vielen Helfern, die sich da eingetragen haben, die dann Sessionleitungen übernommen haben, die bei den Workshop-Leitungen unterstützt haben, falls da Hilfe gebraucht wurde. Service-Engel für den Infodesk, die Regie fürs Video, die Bühnenkoordination und der Videoschnitt. Gerade die ganzen Videoarbeiten haben auch nicht nur während der Konferenz stattgefunden, sondern auch schon im Vorfeld. Ich habe da so einiges in den Chats gesehen, wie ständig diskutiert wurde, welches Video jetzt gut geschnitten ist und was nochmal überarbeitet werden muss und so weiter. Also da steckt wirklich unglaublich viel Arbeit drin, nicht nur während der Konferenz, sondern auch schon die Wochen davor. Ich bin immer wieder beeindruckt, deswegen auch nochmal ein besonderer Dank an das Videoteam, wobei die anderen, ohne alle anderen wäre es natürlich die Konferenz auch nicht möglich gewesen. Und neben den Teilnehmenden der Konferenz, die ja dann vor allem auch mit den Workshop-Beiträgen auch die Finanzierung vernünftig auf die Beine stellen, haben wir natürlich die ganze Reihe von Sponsoren wie jedes Jahr, die ich hier nochmal einfach in einer Folie zusammengefasst habe. Auch an die Firmen nochmal meinen allergrößten Dank oder der allerherzlichste Dank des Foskis-Vereins und der Konferenzorganisation. Weil auch online ohne Catering kommen durchaus Kosten zusammen und ohne die Sponsoren könnten wir das Ganze nicht stemmen. Und ohne die Mediasponsoren hätten wir halt auch Probleme mit der Software, die wir haben, Netzwerkwelt, Videoteam, habe ich schon erwähnt, die Bibliothek, die dann am Ende die Videos bereitstellt, O'Reilly, die ja mit Büchergutscheinen für die Attraktivität des Jeopardy gesorgt haben. Genau. Also nochmal vielen Dank auch an die Sponsoren und wir hoffen doch alle, dass wir dann im nächsten Jahr dann auch wieder uns live sehen können, auch an den Expo-Ständen. Was dieses Jahr, habe ich gehört, schon ganz gut geklappt hat, besser als im letzten Jahr. Offenbar haben sich dann doch alle an den Online-Modus gewöhnt ein wenig und sind ein bisschen wärmer damit geworden. Aber live ist natürlich schöner. Wenn Sie als Teilnehmender jetzt ein Feedback geben möchten oder wollen, dann möchte ich Sie auf jeden Fall auf den Fragebogen hinweisen. Der ist seit einer Stunde, glaube ich, online ungefähr. Da hat Katja noch ein wenig gerödelt und geklickt. Sie finden den Link zum Fragebogen in Ihrem Ticket. Also wenn Sie in die Mail gehen mit den Informationen für die Konferenzteilnahme, dann war da ja unten der Link, wo man auf die Online-Seite kam und dann der Button da war mit der Konferenz beitreten. Und dort finden Sie jetzt auch einen Link zum Fragebogen. Und wir wären sehr dankbar, wenn möglichst viele den Fragebogen ausfüllen, damit wir wissen, was wir noch besser machen können, welche Themen vielleicht nächstes Jahr mehr von Interesse sind, dieses Jahr nicht so berücksichtigt wurden. Über den Fragebogen hinaus stehen wir natürlich alle von der Konferenzorganisation und von den Vereinsaktiven auch gerne bereit, direkte Kritik, Anregungen entgegenzunehmen unter den bekannten Mailadressen oder falls Sie uns woanders im Chat oder sonst wo erwischen, dann gerne auch da auf persönlichem Wege. Wenn Sie die Konferenz so toll fanden, dass Sie nächstes Jahr auch mitmachen möchten und uns unterstützen wollen, auch da sind wir immer sehr gerne nicht bereit. Brauchen wir jedes Jahr Hilfe? Es springen natürlich immer wieder welche ab. Nicht, weil es doof war, sondern weil sie dann doch einen Job haben, der das nicht mehr zulässt, weil sie schon so lange dabei sind, wie auch immer. Also wir brauchen eigentlich ständig auch Nachwuchs bei den Helfenden der Konferenz und auch im Verein. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Das habe ich ja gerade schon ein bisschen gezeigt, als ich den Helfern dieses Jahr gedankt habe. Und da freuen wir uns auch wirklich über weitere Unterstützung. Und Sie können natürlich auch gerne alle noch Mitglied werden im Verein. Das ist gar nicht so teuer. Ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, 40 € im Jahr für eine private Person, die im Berufsleben steht. Und das hier mal auf den Tag runtergerechnet, das
kann man sich, denke ich, leisten, auch gerade als Beitrag vielleicht zur Nutzung von freier Software. Wir haben auch während der Konferenz immerhin 3 Mitgliedsanträge im Vorstand schon bearbeitet. Diejenigen werden dann wahrscheinlich demnächst auch ihre entsprechenden weiteren Informationen und vielleicht auch Willkommenspakete bekommen. Neben den Beitritten im Verein ist diese Woche noch etwas am Rande passiert. Das möchte ich hier sehr gerne noch erwähnen. Wir hatten im letzten Jahr im Rahmen des Abschlusses der Konferenz hier einen Vortrag von Dr. Becker vom BKG. Mit dem BKG gibt es jetzt schon länger eine Zusammenarbeit. Dazu gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die Open Data Arbeitsgruppe, die sich auf demnächst wieder trifft. Ich habe hier unten auf dieser Folie nochmal den Link dazu gemacht. Die Arbeitsgruppen findet man ja auch auf der Vosges Homepage. Und wir haben diese Woche die Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen BKG und Vosges e.V. Zugestellt bekommen. Genau, die ist vom BKG unterschrieben. Ich muss sie noch unterschreiben, weil sie bisher nur als E-Mail kam und wir kriegen das auch nochmal per Post und dann wird das ordentlich unterschrieben und zurückgeschickt. Und da sind diverse Punkte der Zusammenarbeit schriftlich festgehalten, was aber nicht heißt, dass es jetzt erst losgeht, sondern wie gesagt, das findet schon ein bisschen länger statt. Die Arbeitsgruppe existiert schon lange. Da kommt ja letztendlich auch diese Rahmenvereinbarung dann her, die da zusammengearbeitet wurde. Und wer da noch Interesse dran hat, kann da auch gerne mal in diese Arbeitsgruppe reinschnuppern. So, jetzt wird es wirklich langsam Schluss. Meine Zeit ist ja auch schon fast wieder um. Ich möchte noch ein paar Termine ankündigen, die jetzt demnächst anstehen. Das nächste offizielle große Event ist die Mitgliederversammlung des Vereins für dieses Jahr. Sie findet am Samstag, den 23. April um 14 Uhr statt. Leider online, deswegen hier auch nur dieses Symbolbild. Können die Mitglieder sich schon mal vormerken und die Leute, die damit liebäugeln, dem Verein beizutreten, sich vielleicht auch schon mal eintragen. Wir hatten ja auch auf der Jobbörse auf der Konferenz eine Stellenausschreibung als Verein gepostet. Das heißt, es stehen auch wieder Wahlen für den Vorstand an und würden uns auch da über neue Kandidatinnen, neue Kandidierende freuen, um den Vorstand weiter und noch mehr zu unterstützen. So, dann Termine, die dieses Jahr noch anstehen. Das ist zum einen State of the Map in Florenz und die Phosphor-G in Firenze. Das sind natürlich beides dieselben Orte. Beides findet im August statt. Vom 19. bis 21. State of the Map und vom 22. bis 28. die Phosphor-G. Also da kann man viele schöne Tage in Florenz verbringen dieses Jahr. Und es ist ja dann auch nicht so weit weg zum Glück. Man muss zumindest nicht zwangsweise fliegen, um dorthin zu kommen von Deutschland aus. Gut, letzte Terminankündigung. Und da würde ich dann jetzt bitten, die Regie das Video zu starten, das wir vorbereitet haben. Das ist nicht lang, keine Sorge. Ich glaube, 1,5 Minuten. Da geht es dann um die Vosges-Konferenz 2023. Liebe Vosgeslerinnen und Vosgesler, wir freuen uns, Ihnen und euch heute die Vosges-Konferenz im Jahr 2023 bei uns in Berlin-Adlershof anzukündigen. Eine herzliche Einladung schon jetzt an alle. Mein Name ist Tobias Lakers und ich leite die Arbeitsgruppe Angewandte Geoinformationsverarbeitung am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Schwerpunkte in der Arbeitsgruppe sind räumliche Analysen und Modellierungen und halt alles, was mit Geodaten zu geografischen Themen wie Gesundheit im städtischen Raum, Umweltgerechtigkeit, Landnutzungskonflikte etc. zu tun hat. Und damit übergebe ich an... An mich, ich bin Christoph Lamio, hallo, und ich arbeite als WIMI in der Arbeitsgruppe. Mich interessiert auf der einen Seite der technische Aspekt der Geoinformationsverarbeitung und auf der anderen Seite der sozialwissenschaftliche Teil unserer Forschung,
klassisch-geografisch eben das physische und das geisteswissenschaftliche zusammenzubringen. Für uns ist Frei- und Open-Source-GIS-Software in unserer Lehre und Forschung von absolut großer Bedeutung. Und außerdem sind wir große Fans von OpenStreetMap. Aus diesem Grund freuen wir uns auch ganz besonders, dass die FOSGIS und OpenStreetMap-Community sich nächstes Jahr bei uns in Berlin Adlershof trifft. Die FOSGIS-Konferenz wird im Erwin-Schrödinger-Zentrum mitten auf dem Campus der Humboldt-Universität stattfinden. Neben sehr guten Räumlichkeiten für die Konferenz gibt es hier viel Grün, spannende Architektur und der Campus lädt zum Verweilen ein. Außerdem ist Adlershof einer der wichtigsten Wirtschafts- und Wissenschafts- und Medienstandorte in Berlin und hat außerdem eine interessante Vergangenheit mit dem Flugfeld Adlershof. Auch wichtig, mit der S-Bahn ist die Konferenz in 30 Minuten vom Berliner Ostbahnhof sehr gut zu erreichen. Nach den vielen digitalen Treffen in den letzten Jahren gibt es damit in 2023 eine wunderbare Möglichkeit für Gespräche, Diskussionen und den Austausch in Berlin. Wir freuen uns darauf. Bis zur FOSGIS im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank für das Einspielen des Videos. Vielen Dank an das schon jetzt sehr große Engagement der Mitarbeitenden von der Humboldt-Universität hier in Berlin. Wir waren ja schon mal da mit der Konferenz. Es wird derselbe Ort wieder sein, wer sich daran erinnert. Genauere Details, wann genau und ja, Rahmenprogramm und so weiter, werden wir dann natürlich noch bekannt geben. Aber da kann sich jetzt schon mal jeder drauf einstellen. Wahrscheinlich wird der Platz ein bisschen enger werden, beziehungsweise werden wir nicht die 700 Teilnehmer unterbringen können, wie jetzt bei der Online-Konferenz. Aber das ist ja ein altes Problem von der FOSGIS, dass die Universitäten nicht besonders, nicht groß genug sind für die Menge, die wir gerade haben. Wir wollen aber nach wie vor auch da nicht in Kongresszentren ausweichen, was dann ja deutlich teurer wäre und das für viele wieder unattraktiv machen würde. Wir werden sehen, wir werden sicherlich gute Lösungen für alle finden, was die Konferenz angeht. Genau, damit bin ich jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich habe ja noch eine Folie für einen Programmpunkt, der nicht im Programm steht. Wir haben uns gedacht, wir können uns ja nochmal zum Sektempfang wieder in der Netzwerkwelt treffen. Für Katja und mich habe ich hier schon eine kleine Flasche bereitgestellt. Und wer Lust hat, trifft uns und andere dann jetzt gleich, wenn ich hier fertig bin, in der Netzwerkwelt nochmal da wieder auf der Strandbühne, wo die Leinwand war, wo das Abendevent war. Herzlichen Dank. Gute Heimreise, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.